Sehr geehrter Herr Präsident Putin, ich freue mich sehr, Sie heute hier in Wien begrüßen zu dürfen. Und es war mir eine besondere Freude, dass Präsident Putin eine seiner ersten Auslandsreisen nach seiner Wiederwahl bzw. Angelobung nach Österreich, nach Wien, unternommen hat. Für mich war es meine erste Begegnung als Bundespräsident mit Ihnen. Ich bin Ihnen aber vor vielen Jahren schon einmal im österreichischen Parlament begegnet. Und ich glaube, sagen zu können, dass wir eine gute gemeinsame Gesprächsbasis gefunden haben. Gute Beziehungen zu Russland sind mir nicht nur ein politisches, europapolitisches Anliegen, sondern auch ein persönliches. In meiner Familiengeschichte hat Russland sozusagen eine wichtige Rolle gespielt. Meine Eltern haben miteinander Russisch kommuniziert und ich bin, kann ich sagen, mit der russischen Literatur groß geworden. Aber das ist hier vielleicht nur am Rande angemerkt. Russland und Österreich pflegen traditionell sehr gute Beziehungen. Das geht auch schon Jahrhunderte zurück. Beziehungen nicht nur auf der streng politischen Ebene, sondern auf kulturellem Gebiet, wissenschaftlichem Gebiet, Forschungsebene, insbesondere in der Musik auch. Beispielsweise war ja oder ist 2018 das Jahr der Musik mit einem wunderschönen Konzert in Schönbrunn vor wenigen Tagen mit Anna Netrebko und anderen. Ein anderes wichtiges Beispiel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Historikerkommission, die wesentlich zu einem guten, besseren Verständnis zwischen unseren beiden Ländern beigetragen hat. Und unterschätzen Sie das nicht. Normalerweise haben gerade oder sehr häufig, ich sage es jetzt vorsichtig, sehr häufig Historiker einen sozusagen einen national verengten Blick auf bestimmte Ereignisse. Also normalerweise wird ein Franzose über Napoleon anders schreiben als ein Österreicher oder ein Russe beispielsweise. Wir wollen aber auch das gegenseitige Verständnis sozusagen auf der unteren Ebene weiter verstärken durch Direktkontakte zwischen den Menschen in beiden Ländern. Deswegen haben wir heute besprochen, eine zusätzliche Plattform für zivilgesellschaftlichen Dialog einzurichten. Und die Auftaktveranstaltung wird heuer dazu in Sotschi stattfinden. Von unserer Seite wird Frau Außenministerin Kneißl die entsprechenden Vorbereitungen treffen. Russland ist natürlich ein sehr wichtiger Markt, auch für Österreich. Die Direktinvestitionen betragen rund 7 Milliarden Euro, also die österreichischen Direktinvestitionen in Russland. Die russischen Direktinvestitionen hier sind 3- bis 4-mal so hoch. Und gestern hatten wir ja ein besonderes Jubiläum, 50 Jahre Gasliefervertrag zwischen Russland und Österreich, 1968 noch zwischen der damaligen Sowjetunion und Österreich, 50 Jahre Kooperation zwischen Gazprom und OMV. Eine Zusammenarbeit, die über die Jahrzehnte ausgezeichnet und ich glaube für beide Teile zufriedenstellend funktioniert hat. Abschließend vielleicht in einem knappen Monat übernimmt Österreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union. Wir leben in einer Zeit zunehmender Spannungen, sind wir leider verpflichtet festzustellen. Und Österreich hat sich immer bemüht, zum Spannungsabbau beizutragen. Und wir werden das auch jetzt und in Zukunft tun. Gleichzeitig ist es natürlich, um die Frage der Sanktionen anzusprechen. Gleichzeitig ist es so, dass Österreich hier in außenpolitischer Hinsicht im Einklang mit der Europäischen Union handelt und handeln wird. Aber gleichzeitig ist der Dialog mit Russland enorm wichtig, nicht nur für Österreich, sondern für die Europäische Union insgesamt. Ich zögere immer, wenn man sagt, Russland und Europa. Denn natürlich ist Russland zumindest ein sehr, sehr großer Teil Russlands, eindeutig Teil von Europa und nicht etwas Außenstehendes. Und wir wissen alle, dass Frieden in Gesamteuropa nur mit Russland möglich ist und eine Reihe von regionalen und globalen Problemen nur unter Einbeziehung Russlands zu lösen sein ist und zu lösen sein wird. Präsident Putin und ich haben verschiedene außenpolitische Fragen angesprochen, unter anderem, wie Sie sich vorstellen können, die Situation
USA, Iran, Europa. Ich werde Sie jetzt nicht aufhalten. Präsident Putin ist der viel interessantere Gesprächspartner für Sie heute als ich. Ich freue mich noch einmal, die gesamte hochrangige russische Delegation hier in Wien begrüßen zu dürfen. Und heute Abend sehen wir uns vielleicht im Kunsthistorischen Museum wieder, wo eine sehr interessante Ausstellung eröffnet wird mit dem Motto und dem Titel Die Eremitage zu Gast in Wien mit einem guten Dutzend Leihgaben aus der Eremitage für das Kunsthistorische Museum hier. Damit ist nicht nur Präsident Putin zu Besuch heute, sondern ganz Russland in Form der Eremitage für die kommenden Wochen und Monate. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich vor allem vor dem Bundespräsidenten Herrn van den Bellen bedanken für die Einladung, Österreich zu besuchen. Das österreichische Staatsoberhaupt hat seine Einstellung bestätigt hin auf den Ausbau des ganzen Komplexes der bilateralen Beziehungen zwischen Russland und der Österreichischen Republik. Dafür haben wir alle guten Grundlagen. Die Beziehungen zwischen Russland und Österreich haben traditionellen partnerschaftlichen Charakter. Es werden reguläre Kontakte gepflegt auf der höchsten Ebene, aber auch über die Linien von Ministerien, Parlamenten, Geschäftskreisen und Vertretern der Kultur, Wissenschaft und Bildung, aber auch der Jugend. Es wird der gegenseitige Handel ausgebaut. Im Jahr 2017 ist der Warenumsatz um 40% angestiegen. In der ersten Jahreshälfte betrug dieses Wachstum fast 100%. Der Energiebereich ist auch eine wichtige Grundlage für uns. Unser Besuch ist gewidmet dem 50. Jubiläum Gasliefervertrag aus der Sowjetunion an Österreich. In dieser Zeit wurden über 200 Milliarden Kubikmeter Gas, Naturgas an Österreich geliefert. Österreich ist geworden zu einem Schlüsselland oder einem der wichtigsten Transportknoten fürs russische Gas Richtung Westeuropa und spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Energiesicherheit für ganz Europa. Insgesamt ist das Jubiläum, symbolisiert das Jubiläum die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit, die sich bewährt hat. Und diese Zusammenarbeit wollen unsere beiden Länder stärken, auch in der Zukunft. Die russischen Pläne zum Aufbau von Gaslieferungen an europäische Kunden, unter anderem auch im Rahmen des Projektes Nord Stream 2, aber auch andere Infrastrukturprojekte, werden unterstützt durch die österreichischen Partner. Die Diskussion zu diesem Thema wird zweifelsohne fortgesetzt, auch mit dem Bundeskanzler Österreichs. Wir haben auch angeschnitten mit Herrn van der Bellen auch die Fragen der sich dynamisch entwickelnden in den letzten Jahren kulturhumanitären Verbindungen. Wir haben es auch betont, dass Kreuzveranstaltungen zu einer üblichen Praxis geworden sind. Das Tourismusjahr haben wir erfolgreich durchgeführt. In diesem Jahr haben wir das Musik- und Kulturjahr. Und nächstes Jahr, fürs nächste Jahr und das Jahr 2020 sind Kreuzjahre angesetzt im Bereich Jugendaustausch, aber auch Literatur und Theater. Heute haben wir gemeinsam mit unseren österreichischen Kollegen, Herr Bundespräsident hat es gerade erwähnt, werden wir hier im Wiener Museum eine Ausstellung eröffnen aus der Eremitage. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir der Umsetzung von Plänen zur Schaffung vom russisch-österreichischen Forum in Sotschi beitragen. Wir sind zufrieden mit der gemeinsamen Arbeit von Historikern beider Länder. Im Rahmen der zuständigen russisch-österreichischen Historikerkommission leisten sie einen Beitrag zu einer unvoreingenommenen Erforschung unserer gemeinsamen Vergangenheit. Und sie verhindern auch Versuche von Verzerrung von einigen schwierigen Zeitpunkten der österreichischen Geschichte. Ich möchte mich bedanken bei dem österreichischen Volk und der Regierung Österreich für die Kriegsgeberfürsorge hier und vor allem in Bezug auf die Soldaten, die dieses Land vom Faschismus befreit haben. Es laufen erfolgreiche Diskussionen zu internationalen Fragen. Wir haben das Thema Ukraine, Syrien angesprochen.
Und abschließend möchte ich mich bedanken bei dem Bundespräsidenten Österreichs, Herrn Alexander Van der Bellen, für ein konstruktives und fruchtbares Treffen. Ich bin überzeugt, dass dieses Treffen der weiteren Entwicklung des gesamten Komplexes der russisch-österreichischen Verbindungen beitragen wird. Wir wären froh, Herrn Bundespräsidenten in Russland zu jedem beliebigen Zeitpunkt empfangen zu dürfen. Ich danke Ihnen. Es gibt von russischer und österreichischer Seite. Es beginnt Herr Zarubin von Russia TV, dann bittet die Frau Koller vom ORF. Guten Tag, mein Name ist Pavel Zarubin, Vertreter Fernsehkanal Russia, Russland. Ich habe eine Frage an beide Präsidenten. Russland und Österreich sind lange bewährte Partner. Wir haben große gegenseitige Investitionsprojekte mit vielen Milliarden Dollar. Von vielen Projekten haben Sie auch erzählt. Aber unter Berücksichtigung der heutigen internationalen Lage, was denken Sie, haben wir denn ein Potenzial für weiteres Wachstum der Wirtschaftsbeziehungen? Und wenn, dann in welchen Bereichen ist es zu erwarten? Natürlich ist da ein großes Potenzial noch vorhanden. Russland ist ein riesiger Markt mit seinen mehr als 140 Millionen Einwohnern. Auf mittlere Sicht, so wie sich der Ölpreis derzeit entwickelt, also wie sich die Energiepreise entwickeln, ist das auch eine gute Ausgangsbasis. Und insbesondere hat mich beeindruckt, dass er nach einem Durchhängen, nach einer Ebbe im Handelsaustausch beziehungsweise bei den Direktinvestitionen sich in den letzten ein, zwei Jahren sich das Rad wieder gedreht hat und wir enorme Wachstumsraten im beidseitigen Handel haben, und ich hoffe auch im Bereich der Direktinvestitionen. Ja, unsere Beziehungen entwickeln sich in der Tat sehr gut und nachhaltig. Es genügt zu sagen, dass Russland der zweitgrößte Investor in die österreichische Wirtschaft ist, nach der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Es sind fast 25 Milliarden Dollar, die investiert worden sind in die österreichische Wirtschaft. Fast 4 Milliarden haben unsere österreichischen Partner in die russische Wirtschaft investiert. Fast 500 Unternehmen, österreichische Unternehmen, sind auf dem russischen Markt aktiv. Herr Bundespräsident hat gerade erwähnt, dass dies ein großer Markt ist. Über 146 Millionen Menschen, die in Russland wohnen. Aber unter Berücksichtigung der Eurasischen Wirtschaftsunion sind es 170 Millionen, sind auch Kasachstan und Belarus, Kirgisien, Armenien. Das ist in der Tat ein sehr großer Markt, der sehr schnell wächst. Unser Warenumsatz ist angestiegen, wie ich gerade gesagt habe, und macht es auch weiterhin. Ganz zu schweigen vom Energiebereich. Das ist eine Tatsache. Dank der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und dann mit Russland wurde Österreich zu einem europaweiten Energiehub, der sich sehr schnell entwickelt. In diesem Sinne ist die Bedeutung von Österreich auch weiterhin sehr, sehr bedeutend und wird auch weiterhin sich stärken. Wir begrenzen nicht nur auf den Energiebereich, wir haben auch Zusammenarbeit im Maschinenbau, Holzbearbeitung, Transport und auch Logistikfragen. Wir haben einen Plan entwickelt zur Zusammenarbeit im Bereich der Modernisierung, Wirtschaftsmodernisierung. Wir haben auch einige Richtlinien erarbeitet. Das sind insgesamt 20 Bereiche. Einige Projekte sind bereits umgesetzt. Einige werden gerade realisiert. Wir haben sehr gute Perspektiven, sehr gute Aussichten. Ich bin überzeugt, dass dieses Potenzial auch realisiert wird. Ich möchte hoffen, dass unsere heutige gemeinsame Arbeit auch einen Impuls setzt für die Umsetzung dieser gemeinsamen Pläne. Frau Koller vom ORF, ja, bitte. Meine Frage ist an Präsident Putin. Herr Präsident, haben Sie in Ihren Gesprächen mit Bundespräsident Van der Bellen oder werden Sie in Ihren Gesprächen mit Bundeskanzler Kurz dafür werben, dass Österreich innerhalb der Europäischen Union gute Stimmung macht für die Aufhebung der Sanktionen gegenüber Russland? Danke. Die Sanktionen
alle politisch motivierten Begrenzungen, Restriktionen, Protektionismus, das alles sind sehr einseitige Sachen. Das alles sind Methoden zur Lösung von politischen Fragen. Im Endeffekt bringen die keine endgültigen Ergebnisse. Die sind schädlich für alle, für die Initiatoren dieser Sanktionen und für die, gegen die diese Sanktionen gerichtet sind. Ich möchte Ihnen versichern, dass Russland alle Schwierigkeiten, die mit diesen Restriktionen verbunden sind, überwunden hat. Für uns war das vor einigen Jahren natürlich nicht einfach. Ich meine, dass wir gleichzeitig mit einer fast 50-prozentigen einem 50-prozentigen Absturz von Preisen auf unsere Waren konfrontiert waren. Aber wir haben nicht nur unsere makroökonomische Stabilität gewährleistet, sondern wir haben die auch gestärkt. Wie Sie wissen, haben wir eine minimale Inflation gewährleistet für die, in der ganzen Geschichte des modernen Russlands. Wir haben minimale Arbeitslosenraten, weniger als 5,5%. Die Gold- und Devisenreserven werden immer wieder akkumuliert. Die Handelsbilanz ist positiv. Die Investitionen in das Grundkapital entwickeln sich auf dem Niveau von 4,4%. Wir haben ein bescheidenes, aber ein sehr stabiles sehr stabile Wachstumstempi in der Wirtschaft. Und wenn ich davon spreche, dass die Initiatoren dieser Sanktionen und von denen, gegen die diese Sanktionen gerichtet sind, wenn ich von denen spreche, muss ich nochmal wiederholen, dass sie für alle schädlich sind. Deswegen sind alle daran interessiert, dass diese Sanktionen aufgehoben werden. Auch wir sind daran interessiert. Wir verstehen, wir sind uns dessen bewusst, dass jedes europäische Land, dass es für jedes EU-Land ziemlich schwierig wäre, dieses Thema anzusprechen. Ich möchte nicht von den Gründen dafür sprechen, die sind Ihnen bekannt. Aber alles, was in diesem Bereich passiert, hindert uns nicht daran, unsere Beziehungen zu Österreich zu entwickeln. Und wir werden unser Bestes tun und alles nutzen, damit wir auch weiterhin unsere Beziehungen entwickeln und alle Pläne, die ich jetzt angesprochen habe, realisieren. Blaschkewitsch von der TASS. Guten Tag, Andrei Blaschkewitsch, die TASS-Agentur. Ich hätte in erster Linie eine Frage an den Bundespräsidenten in Bezug auf die Zusammenarbeit. Wir haben jetzt, wie gesagt, 50 Jahre Gasliefervertrag von Russland nach Österreich. Man hat es geplant, dass man einen weiteren Vertrag unterzeichnet bis zum Jahr 2040. Aber Russland wird es in der letzten Zeit vorgeworfen, dass Russland Gas als politische Waffe einsetzt. Ich hatte folgende Frage. Wird denn Österreich auf Österreich Druck ausgeübt in diesem Zusammenhang? Nun, eine Tatsache ist, dass nicht nur Österreich, sondern die gesamte Europäische Union vor allem Gas, nicht nur, aber vor allem Gas früher aus der Sowjetunion, heute aus Russland bezieht und wir da in ökonomischer Hinsicht die besten Erfahrungen gemacht haben. In letzter Zeit gibt es, sagen wir mal, den Vorhalt seitens mancher amerikanischer Politiker, dass die Abhängigkeit der Europäischen Union in dieser Beziehung von Russland zu groß ist. Es wird aber dabei übersehen, dass das amerikanische Flüssiggas meines Wissens zwei, wenn nicht dreimal so teuer ist wie das russische Gas. Unter solchen Umständen macht es wenig Sinn, jetzt rein ökonomisch gesehen, macht es wenig Sinn, russisches Gas durch amerikanisches Flüssiggas zu ersetzen. Also unter diesen Bedingungen, glaube ich, ist die künftige Kooperation zwischen Gazprom und OMV auf sehr gutem Fundament gebaut. Dankeschön. Die letzte Frage, Frau Demtschisin von der Austria Presseagentur. Herr Grisgard, ich hätte eine Frage an beide Präsidenten. Es gibt ja jetzt eine ziemliche Krise zwischen Europa und Russland oder der EU und Russland. Und es scheint, dass Russland hier auch ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Was würden Sie, Herr Präsident Putin, machen, um dieses Glaubwürdigkeitsproblem wieder aus der Welt zu schaffen und was kann und was soll Österreich da machen, um das Vertrauen
zwischen den beiden Blöcken wieder herzustellen. Na, Sie haben jetzt gerade das Glaubwürdigkeitsproblem erwähnt, dass Russland so ein Problem hat. Ich möchte Sie enttäuschen, ich bin nicht der Meinung. Ich glaube nicht, dass wir irgendein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Dieses ist ein Problem von denjenigen, die wollen, dass die Situation mit Russland so aussieht. Wir sind ganz offen, bereit für die Zusammenarbeit. Wir haben mit Europa, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, mit dem vereinten Europa, bis zuletzt hatten wir einen ganzen Reigen von Mechanismen und Instrumenten des gegenseitigen Zusammenwirkens. Wir haben im Wirtschaftsbereich im 20 spezifischen Bereichen einen Dialog. Heute ist das alles fast alles auf Eis gelegt, aber nicht, wir sind nicht die Initiatoren für diesen ganzen, bei diesem ganzen Prozess. Aber wir sind offen und bereit für gemeinsame Arbeit. Ja, Schritt für Schritt wird diese Arbeit wieder aufgenommen. Es laufen Konsultationen und es läuft Dialog mit Vertretern aus Brüssel zu einer Reihe von verschiedenen Fragen. Diese Diskussionen laufen nach meiner Auffassung sehr konstruktiv, nicht einfach, aber sehr konstruktiv. Aber ich möchte wiederholen, bei dem Wiederaufbau des vollen Formats unserer Zusammenarbeit ist nicht nur Russland interessiert, sondern auch unsere europäischen Freunde. Ich habe eigentlich dem nichts hinzuzufügen. Glaubwürdigkeitsfragen treten in der Politik immer wieder auf. Das ist insofern überhaupt nichts Ungewöhnliches. Sogar zu meiner Person könnten Sie mich fragen, ob dieser oder jeder Punkt jetzt rückblickend gesehen alles glaubwürdig war. Also ich sehe hier keine spezifischen Probleme, was Russland betrifft, sondern immer die Frage der richtigen Einschätzung von Äußerungen oder Handlungen. Das ist normal, business as usual. Ich sehe die grundsätzliche Vertrauenskrise gegenüber Russland nicht. Ich danke damit sehr herzlich für den Besuch. Die Pressestatements sind zu Ende. Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!